Alle Kisten haben wir auf jeden Fall schon. Habe ich die denn nicht gemacht? Oder ist das wieder ein Edelstein? Level hier einfach ist. Red Gem Club, okay. Das macht natürlich Sinn, dass ich sie noch nicht habe. Weil rote Lederstein gibt es erst im zweiten Wasserlevel, ne? There it is. Das ging doch mal ganz gut. Dann machen wir direkt den Relikt. Vier war das, ne? Ja. Map. Map. Die Frage, macht das Sinn, den Edelstein zu nehmen, die Edelsteinroute. Man weiß es nicht. Oh, da waren Zeitkisten. Ich habe jetzt auch total ignoriert, dass es hier Zeitkisten gibt. Weiß ich nicht, ob ich die nehmen kann. Keine Ahnung. Oh, hier gibt's. Nice. Das hat auf jeden Fall. Das war sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm, die nimmst du mit. Dankeschön. Gold. 1,40, ja, haben wir locker lässig unterboten. Was haben wir denn hier? Oh, den haben wir leider schon.
Haben wir schon? Aha, auch schön. Toad Village als letztes, also als letztes. Also als letztes offizielles. Schön. Ich bin doch sehr zufrieden damit, dass wir von hinten angefangen haben. Also die schweren Level zuerst auf Zeit zu holen. Weil dann hat man nämlich jetzt sowas Schönes wie hier. 57. Ja, bin ich ganz bei dir, Sin. Yay! Ja, jetzt haben wir eigentlich alles, glaube ich. Kann man jemand nachgucken, wie viele Relikte, Edelsteine und Kristalle es gibt? Nicht, dass wir Hot Cocoa doch irgendwie nicht gemacht haben. Warum haben wir nur 44 Edelsteine? Ein Relikt fehlt. Hey! Warum? Das ist doch... Wenn die nicht irgendwo... Waffen 3 plus sind. Okay, das ist okay. Dann jetzt könnte ich mir noch vorstellen, dass es die zwei Edelsteine bei bei dem neuen Level gibt, plus das eine Relikt noch. Ja, wir machen jetzt einfach nochmal den Boss, ne? Muss man das bestätigen, wenn man da drauf hüpft? Ach egal, ich mache jetzt einfach nochmal den Boss. Aber ich kann mir vorstellen, dass halt die zwei Edelsteine, die fehlen, dass das das Extra-Level ist plus den, Dings, ne? Den Relikt. Ja, stimmt. Der Beuteldachs hat mir alle Kristalle und alle Edelsteine gebracht. Die ultimative Macht gehört mir. Die Welt, wie wir sie kennen, wird enden. Mal gucken, ob ich mich genauso bescheuert anstelle wie beim letzten Mal. Ich habe an den einen Edelstein aber auch nicht mehr gedacht, den wir von Coco geschenkt bekommen. So, das ging schon mal ganz gut. Ich finde hier die Form eigentlich noch einfacher als die erste. Hallo!
Das wumms auch nicht mehr so wie im Original. Zeitstrudelmaschine hat nicht gehalten, aber wir hatten Glück und sind entkommen. Gib mir die Maske, damit reiße ich die Welt an mich. Gib her! Schwer zu sagen, was aus unseren Gegnern geworden ist, aber ich nehme an, wir werden sie eine lange Zeit nicht sehen. Ich finde das immer noch so geil, dass der Baby Cortex ein kleines Ende auf der Stirn hat. So. Jetzt, ich würde sagen, versucht mal noch ganz schnell, fix, das neue Level zu machen. Level 31? Süß. Da fragt man sich ja, wie Cortex und Uko Uko zurückgekommen sind in den späten Tönen, ohne dass Crash und Coco als Schwäche gestorben sind. Ach, die haben bestimmt Zeit zurückgedreht. Future Tense, genau so heißt das. Und da haben wir auch die letzten beiden Edelsteine und das letzte Relikt. Den Relikt. Ja, schnell. Tja. So nicht, Fräulein. So nicht. So, ich hoffe mal. Dass das hier jetzt ein bisschen was wird. So, ein bisschen weiß ich noch, wo die versteckten Kisten waren, aber auch nicht mehr so hundertprozentig. Alright, New Content, den ich nicht kenne. Ja, das ist, also was heißt ja? Das ist halt Future Tense, das DLC-Level, was es noch so im Nachhinein nochmal gab. Da gab es ja auch bei Crash 1, gab es ja, dieses eine Level mit wie geht das denn nochmal? Regenlevel da. Wie heißt das denn? Stormy Ascent. So. Okay, das haben wir schon. Ja genau, also Stormy Ascent gab es ja im ersten Teil. Im zweiten Teil gab es glaube ich gar nichts, was ich ein bisschen schade finde. Gut, dass ich den Checkpoint geholt habe. Okay.
Okay, hier gab es nichts, das ist schön. Ich habe das auch nur einmal gespielt, also nur einmal komplettisiert. Wenn man das so nennen kann. Kann man hier irgendwo runterfallen? Ich weiß das nicht mehr so genau. Aber das hier war, glaube ich, ätzend. Was war denn hier? Hier war doch irgendwas Bescheuertes. Könnte es möglicherweise gewesen sein. Nein, das war's. Glaube ich. Kommt da noch einer? Wahrscheinlich. Ich habe L2 gedrückt. Okay, alles gut. Soll ich den einen Checkpoint doch holen, weil das ist doch bescheuert, das hier hinzulaufen, echt. Aber es ist halt auch dumm, das nochmal zu machen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Weil die erstmal kaputt machen. No way! Oh, shit! Totenkopf-Scheiße, echt. Und die brauchen wir, glaube ich, auch noch für alle Kisten. Mann, Crash, hol deine beschissene Bazooka raus, du Hure. Ah.
Da waren die Stacheln noch gar nicht draußen, Junge. Ich muss erstmal gucken, was hier noch kommt. Moin, the Tod. Was geht, was geht, was geht? Versuch das jetzt. Versuch jetzt bis dahin zu kommen, ohne zu sterben. Noch läuft sehr ganz gut. So eine knappe Geschichte hier mit dem Ingenieur. Jetzt kommt er hier. Ja genau, schießt du mal. Komm, mach hopp, schieß. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Da geht nicht viel. Der Restart, weil ich bin der Meinung, dass dass es Kisten in der Totenkopf-Plattform gibt. Ja, und deswegen habe ich neu gestartet, weil ich das jetzt direkt machen möchte. Von der Arbeit und will heute Abend noch mit ein paar Freunden in die Stadt. Das ist doch ein schönes Vorhaben. Ja, das ist jetzt eigentlich so das letzte Level hier. Hauptspiel haben wir schon durch, komplett. Also alle Goldbelegte und alle Edelsteine und alle Kristalle. Ja, jetzt fehlt halt noch dieses wundervolle Level, der DLC. Ja. Wäre halt ganz nice, wenn wir das heute noch hinkriegen. Vielleicht lasse ich dann auch 4 weg oder so. Oder 4 nur ganz kurz. Ich muss wieder zurück. Ich hoffe mal, das geht. Ihr sagt auch nichts, ne?
Ich habe ja zum Glück schon alles beseitigt hier. Und halt nur noch diese Wurzeldinger da. Und unsere ollen Freunde, die hier gegen die Wand schießen. So. War gerade überlegen, Checkpoint oder nicht? Aber lieber nicht. Weil dann können wir nämlich direkt einsacken. Den Checkpoint, wenn wir das Edelstein-Scheiß, also die Dings fertig haben. Nein, ich kotze! Ich habe keine Strategie. Ich will einfach nur lebend bis zur Totenkopf-Plattform kommen. Man merkt vielleicht, ich bin ein bisschen hungrig. Oh, ganz bisschen. So, jetzt müssen wir dran denken. Einmal nach links, bitte. Hier gibt's aber... Nee, gar nicht. Ich wollte gerade sagen, hier gibt's eine Kiste, die ist sehr böse, aber es... Mein Gott, ich spamme L1, L2 für die Bazooka und Crash macht einfach nichts. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hätte jetzt nicht sein müssen, weil die kann man eigentlich noch ganz gut gebrauchen, die Maske. Kann die andere eigentlich auch kaputt machen? Da nerven mich die Relikte einfach, die sind so weitläufig, da braucht man selbst bei einer guten Zeit lange. Arsch! Weg! So, wie hatten wir das hier eben gemacht? Drunter herlaufen, ne? Das war eine gute Strategie. Strategie. So. Okay, das ist schon mal safe. 63 Leben.
Das sollten wir doch hinkriegen. Ob da irgendwo Kisten sind, die wir nicht sehen. Also die man schon sieht, aber halt in der Gegend. Ich habe bisher nichts gesehen. Falls ihr was sehen solltet, dann sagt mir bitte Bescheid. Das war... Oh no! Nein! Klon. Okay, wir beseitigen auf jeden Fall... Oh nee, das war auch noch auf Zeit, ne? Aber wir kriegen genau die Kiste, das ist schön. Und da sehe ich auch schon den Edelstein. Weiß nicht, habe ich da unten rechts irgendwas gesehen? Muss man mal nach oben. Nee. Das war nur dieses rote, leuchtende Ding da unten. Ihmchen hier, die können wir auch direkt mal entsorgen. Wie geht diesem? Das ist mir egal, ich habe eine Maxke gehabt. Ach guck mal, das ist der Fake Crash. So, drückt mir die Daumen. Dass ich alle Kisten habe. Und wir kommen hier zurück. Das ist wundervoll. Jetzt müssen wir nur bis unten hinkommen. Und den Checkpoint mitnehmen. Okay, das geht schon mal nicht. Das ist scheiße. Okay, das wäre schon mal erledigt. Jetzt ist nur die Frage, haben wir alle Kisten so weit bis hier hin? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, echt Erleichterung. Wir gehen erst nach oben. Da waren doch Kisten, ne? Oh, jetzt habe ich gerade in den Chat geguckt, Dennis. Du bist dran schuld, dass ich meine Maske verloren habe. Noch gecheckt durch Zufall, ob man hier oben noch irgendwas holen kann, aber hier ist zum Glück nichts. Mann!
Sehe schon, Julius blind vor Liebe. Da hinten war nichts mehr, ne? Gott. Nee. Warte mal hier ab, bis hier der nächste runterkommt. Okay. Oh. Oh Mann! Neunundzwanzig Kisten. Ah, irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas musste man hier anders machen, damit man da unten an die Kiste drankommt. Ich bin ja nur kurz zu Hause, weil ich extra wegen dir und morgen das Auto hier abgestellt habe, weil ich gleich noch Bier trinken fahre. Kevin holt mich ab. Oh, das ist aber lieb von dir. Dankeschön. Ich hab's verstanden. Jetzt komme ich nicht mehr hier raus, oder? Ja. Würde ich eigentlich auch gerne mal wieder, aber ich bin nachher der Fahrer. Naja. Man kann ja auch Spaß haben ohne Bier trinken. Ach, Shen, hallo. Nun gibt's auch noch hier. Teil dir deine Reserven ein bisschen nicht mehr, der Jüngste. Ja, dafür muss ich aus dem Lock kommen. Seit wann bist du denn schon dabei? Du Lurkerin.